Wichtig, Ruhe bewahren und nicht auf alle alternativen Fakten schauen. Dr. Barbara Bieter ist bei uns Fachärztin für Allgemeinmedizin. Erstmal ähm, grundsätzlich Gefährlichkeit des Coronavirus bzw. Covid-19. Wie ist das einzuordnen? Wir können es noch nicht endgültig einschätzen. Dafür ist die Datenlage einfach so schlecht. Wir wissen, es gibt ungefähr zwei Prozent der Infizierten in China, die registriert waren, sind tödlich verlaufen, zwei Prozent der Infektionen. Aber die Datenlage ist sehr kritisch, die wir ja. aus China bekommen. Und es ist jetzt nicht keine Datenlage, die wir auf alle Fälle übertragen können. Wo ja möglicherweise auch Infizierte ähm, gar nicht in diese genau. Datenlage mit reingekommen genau. sind, weil sie keine Symptome genau. ähm, gezeigt haben, die Krankheit nicht ausgebrochen mhm. ist. Also die Mortalitätsrate, das ist so etwas, ähm, worüber es geht. Aber Vorsichtsmaßnahmen, klar, haben wir ja gerade eben auch im Beitrag äh, gesehen, Mundschutz etc. Was ist denn eigentlich sinnvoll und was nicht? Sinnvoll ist auf jeden Fall, ähm, das Händeschütteln zu vermeiden. Die Hände zu waschen, zu desinfizieren, nicht in die Hände zu husten, sondern in den Ellenbogen. Also im Grunde genommen um alles, was man sonst auch äh, zur Vorbeugung der Grippe macht. Genau. Es unterscheidet sich jetzt auch primär erstmal nicht von der Grippe. Auch für den betroffenen Patienten unterscheidet sich das nicht. Er hat Grippesymptome. Grippe Und dann muss man laborschemisch unterscheiden: ist es eine normale Grippe mhm. oder ist es der, der neue Virus? Wie sind denn da jetzt auch Ärzte angehalten? Also, es kommt ein Patient möglicherweise mit grippeähnlichen Symptomen. Ich weiß das gerade von einer ähm, Kollegin, einer Mitarbeiterin, die das hatte. Da hatte der Arzt jetzt einfach nur mal ein bisschen geguckt, ab, äh, abgeklopft und äh, gehorcht, aber kein Abstrich oder ähnliches mhm. genommen. Ja, das ist so ein bisschen individuell. Also, wir versuchen das oder das RKI versucht das auch in die Bundesrepublik. Es ist etwas. Zu einzugrenzen, die Menschen, die jetzt aus Norditalien zurückkommen oder die Kontakt hatten mit einem Infizierten, dass man die wirklich genau angucken und genau sieht, mit wem hatten die Kontakt, sodass eine Infektionskette auch nachverfolgt werden kann und es nicht hier in Panik ausbricht und wir alle zum Arzt rennen und einen Abstrich wollen. Das würde auch gar nicht funktionieren. Das würde unser Gesundheitssystem auch überfordern. Wir haben ja neben diesem Coronavirus eben auch noch unsere normale Grippesaison und das müssen wir auch abarbeiten. Mhm. Also da einfach die Ruhe bewahren, wenn man Kontakt hat, hatte, in Norditalien war oder in, in Korea oder in einem der Länder, wo jetzt vermehrt Krankheitsfälle aufgetreten sind, man an sich selbst Grippesymptome feststellt, dann bitte Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufnehmen ähm, oder mit dem Hausarzt und das speziell angeben. Nur Grippesymptome. Das führt nur nicht dazu, dass wir da genau hingucken. Das ist einfach die Zahl viel zu groß. Was Vorsichtsmaßnahmen angeht, haben wir schon über Mundschutz gesprochen, mhm. über das Husten in die mhm. Ellbogenbeute. Wie ist das mit ähm, Desinfizieren, Händewaschen etc.? Mhm. Händewaschen immer, das ist immer gut, weil es einfach auch ein mechanisches Abspülen von Krankheitserregern ist. Desinfizieren führt nochmal zum zusätzlichen Schutz. Mhm. Man braucht nicht beides, man muss nicht Händewaschen und Desinfizieren, da kann man einfach nur das Desinfizieren nehmen. Es empfiehlt sich auch für Menschen, die jetzt ähm, Kontakt, viel Kontakt haben mit Patienten einfach Desinfektionsmittel in der Handtasche oder in der Jackentasche und zwischendurch mal hände desinfizieren. Also. Einwirkzeit beachten, also wirklich auch 30 Sekunden, nicht schneller und dann das schon. Die Infektiosität scheint nicht so hoch zu sein wie beim Grippevirus an sich. Das scheint sich abzuzeichnen. Aber sicher ist noch nichts. Also wir sind ja noch relativ <laughs> am Anfang und jeden Tag ändert sich ja die Datenlage, weil immer wieder neue Fälle auftreten. Und es wird auch so sein, dass europaweit die Zahl der Infizierten deutlich ansteigen wird. Entsprechend wird uns das Thema auch noch ein bisschen begleiten, Dr. Barbara Bieter. Danke Gerne. für die Einordnung.